So, liebe Leute, wir verbinden uns erstmal hier mit dem Internet. Ich habe hier nämlich neu einen 56K-Modem reingeholt. Und da haben wir eine richtig schnelle Leitung. Damit wir dir das, was jetzt hier gleich kommt und was dich definitiv weiterbringt, dir natürlich auch, kennst du noch das Kratzen? Ich frage mich eigentlich bei dieser ganzen Sache, warum hatten diese Dinger eigentlich früher überhaupt einen Lautsprecher? Oder hatten die gar keinen Lautsprecher? Also warum haben die überhaupt diese Geräusche gemacht? Ich weiß überhaupt nicht warum. Aber es geht heute nicht um 56K-Modems, sondern es geht heute um etwas, was mich beruflich sehr weitergebracht hat und was dich definitiv auch weiterbringen wird. Egal eigentlich, ob du jetzt angestellt bist, ob du selbstständig bist, ob du eine Gründerin bist, ob du ein Gründer bist, ob du Unternehmerin bist oder was auch immer. Es geht heute um Masterminds. Masterminds und was dir Masterminds bringen. Wer jetzt beim Begriff Mastermind an irgendein Computerspiel, Actionspiel oder sonst was denkt, den muss ich leider enttäuschen. Aber ein bisschen was hat es trotzdem damit zu tun. Aber dazu kommen wir später. Dazu gibt es später wieder mehr. Also Mastermind. Erstmal die Begriffserklärung. Master und Mind. Also Der Master ist ja so wie, ne, ich bin jetzt dein Master. Das ist so wie, ich bin dein Babo. Ich bin so dein König, dein Boss, der Vorreiter. Mind, ne, das ist so das, was du hier oben im Oberstübchen hast. Also die Kombination aus einem Vorreiterdenker, einem Vordenker, jemanden, der gedanklich vorausgeht, der mir hilft, weiterzukommen. Das ist erstmal so generell der Begriff Mastermind. Bei den Masterminds geht es aber meistens eher um Mastermind-Gruppen. Das heißt, ich habe verschiedene Leute, die zusammenkommen, die sich untereinander in dem, was sie tun und was sie machen, unterstützen. Da können richtige Granaten bei sein, die dir dabei helfen, die nächsten Schritte zu machen. Das heißt, du musst dir immer vorstellen, in so einer Mastermind-Gruppe, wenn du noch in keiner bist, dann wird die Folge erst recht für dich sehr hilfreich, hast du verschiedene treibende Kräfte. Das heißt, du hast Leute, die dich, ihr und euer gemeinsames Business vorantreiben. Stell dir also vor, du bist in einer Gruppe mit dem Lukas, mit der Marie, mit dem Sascha, mit dem Felix und mit der Anneliese, was auch immer. So. Und dann bist du in dieser Gruppe und ihr tauscht euch über die für euch wichtigsten Dinge im Business aus und helft euch gegenseitig, auf die nächste Stufe zu kommen. Das heißt, ein Satz, der da ganz gut passt, ist wie so ein Slogan, gemeinsam statt einsam. Das würde eigentlich ganz gut passen. Ne? Gerade wenn du jetzt auch Single bist und jeden Abend alleine zu Hause mit der Chipstüte sitzt, ist es ja vielleicht ganz schön, wenn du wenigstens im Business jemanden hast, mit dem du zusammenarbeiten kannst. Ja, Entschuldigung für die, die sich jetzt davon so ein bisschen beleidigt fühlen. Also, gemeinsam statt einsam. Es geht um den gegenseitigen Support. Es geht um die gegenseitige Hilfe in bestimmten Fragestellungen. Das heißt, stell dir vor, du hast ein konkretes Problem, in dem du oder mit dem du nicht weiter weißt. Und du findest dann eine Mastermind-Gruppe, wo du dieses Problem quasi vorstellen kannst und wo die Gruppe, die Kraft der Gruppe, ja, klingt ein bisschen wie bei so einer Sekte, aber diese Gruppe hilft dir, dieses Problem zu lösen. Beispiel einer Mastermind kann zum Beispiel sein, ich komme jetzt zu der Gruppe und sage, hey Leute, ich habe einen Podcast, keiner hört meinen Podcast, was kann ich denn eigentlich machen, habt ihr Ideen? Und dann teilt die Gruppe Lösungen. Dann sagt die Anneliese, hör mal, hast du es mal damit versucht, deinen Podcast auch bei Social Media zu promoten? Dann sagt der Lukas, ey, dein Podcast, du musst mal unbedingt was für Bewertungen tun. Und jeder bringt seine Lösungen, seine Ideen mit ein. Und du profitierst so nicht nur von einer Person, sondern gleich von mehreren. Also Beispiel. Ich habe eine Mastermind-Gruppe. Ich habe eine Gruppe von Unternehmerinnen und Unternehmern, die alle schon ein paar Euro Umsatz machen, die alle jetzt gerade schauen, was sind meine nächsten Wachstumsschritte. Und wir gehen jede Woche, in der wir uns treffen, genau diese Herausforderungen, die Problemstellungen an. Dann kriegen die Teilnehmer von mir Input, die kriegen aber auch Input von allen anderen. Ne? Verlinke ich dir auch mal hier in de Biografie, in den Shownotes, in den Kommentare, was auch immer. Also wie du zu meiner Mastermind kommst. Das heißt, es geht darum, einen Win-Win für alle zu erzeugen.
Das heißt, ein Win-Win zu haben, das heißt, du nimmst daran teil, der Lukas hat einen Win, die Anneliese und alle gehen nachher raus, haben im Idealfall einen Großteil ihrer Herausforderungen gelöst und haben aber auf der anderen Seite anderen dabei geholfen, ihre Herausforderungen zu lösen. Das Schöne ist, du musst nicht zwangsläufig mit Herausforderungen oder Problemen da reinkommen. Du kannst in einer Mastermind auch positive Erfahrungen, unternehmerische Erfahrungen teilen. Also ich mache in meiner Mastermind immer am Anfang, da erzähle ich den Leuten immer, hey, diese Woche ist bei uns Folgendes passiert, das war cool, da haben wir ein neues Tool kennengelernt, da haben wir das gemacht, da ist was. Und die Leute nehmen einfach aus diesen positiven Erfahrungen für sich Dinge mit und sagen dann, hey, cool, das kann ich bei mir genauso machen, das kann ich auch bei mir anwenden. Also du hast den, der so den einen oder anderen Schritt vorausgeht, dem du, sofern du es in bestimmten Punkten willst, einfach auch ein Stück weit folgen kannst. Wenn du so eine Mastermind selber aufsetzen willst oder wenn du sagst, hey, hier Felix, spannend, deine Mastermind. Es gibt so ein paar Fragen, die man immer klären sollte, also die wichtig sind. Eine Frage, die zum Beispiel wichtig ist, ist, wie oft treffen wir uns? Jetzt kannst du dich natürlich jeden Morgen treffen, ne, um 7 Uhr zum Frühstück oder um 5. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir treffen uns einmal die Woche. Wir treffen uns einmal die Woche, Stündchen anderthalb und tauschen uns aus, reden über die Herausforderungen der Woche, reden über die Quick Wins, über die Learnings, die wir in dieser Woche hatten. Und genau diese Dinge geben wir dann an. Also, wie oft wollt ihr euch treffen? Dann, wie sieht die komplette Organisation aus? Also, trefft ihr euch digital, trefft ihr euch physisch, tauscht ihr euch untereinander aus, gibt es eine WhatsApp-Gruppe? Also, eine Mastermind kann auch auf unterschiedlichen Ebenen sozusagen stattfinden. Sie kann digital stattfinden, sie kann in der realen Welt stattfinden und so weiter. Dann, wie viele Leute sollen in der Mastermind sein? Wie viele Leute sind gut handelbar? Ja? Wer soll in der Mastermind sein? Bei uns ist zum Beispiel so, wir haben relativ viele Leute, die sind dann auf einem ähnlichen Level. Also die machen alle schon Umsatz, sind dann in einem Umsatzsegment, um es jetzt mal simpel zu sagen, irgendwo so zwischen 100.000 und 1 Million im Jahr und haben natürlich auch ähnliche Herausforderungen. Und das macht es halt so spannend, weil der eine erzählt, boah, ich habe jetzt hier irgendwie den dritten Mitarbeiter eingestellt, ich tue mich gerade damit schwer, das und das zu machen. Ein anderer erzählt, ja, ich habe jetzt das und das und da ist so eine Herausforderung. Also das finde ich halt auch extrem wichtig. Wichtig ist auch darüber nachzudenken, wer das moderiert. Also wenn du jetzt einfach 5 Leute, so 5 Silberrücken-Gorillas oder so Alpha-Rüden aufeinander loslässt, dann werden wahrscheinlich alle durcheinander reden, weil jeder will natürlich sein Problem gelöst haben. Da brauchst du auch jemanden, der das ganze Ding moderiert. Gut, bei mir ist das jetzt natürlich ein Vorteil, dass ich auch Keynotes und Moderation mache. Da kann ich natürlich auch meine eigene Mastermind ganz gut moderieren, hoffentlich. Aber das finde ich eben wichtig, dass jeder zu Wort kommt, dass jeder sich einbringen kann, dass jeder nachher mit einem dicken Gepäck an Lösungen, an Hilfestellungen zurückgeht. Darum spielt natürlich auch Gruppendynamik eine große Rolle. Wie funktioniert die Gruppe? Was musst du machen, um die Leute auch zu animieren, an den Lösungen von anderen mitzuarbeiten? Weil sie erkennen, dadurch, dass sie das tun, haben sie wiederum einen zusätzlichen Zubringer, der ihnen bei ihren potenziellen Lösungen oder Herausforderungen hilft. Das ist ganz wichtig. Das solltest du in jeder Mastermind berücksichtigen. Wichtig ist, du kannst auch inhaltlich die Masterminds unterschiedlich aufbauen. Also es kann das, was ich eben gesagt habe, es kann eine herausfordernde oder problemlösende Mastermind sein. Ich stelle ein Problem vor, jeder hat 5 Minuten Zeit, mir eine Lösung zu präsentieren. Es kann auch mal eine Art von Competition sein, also ich gebe eine konkrete Aufgabe rein und jeder löst diese Aufgabe. Es kann aber auch eine Input-Session mit Fragen sein, also ich erzähle am Anfang ein bisschen was darüber, wie wir unsere Facebook-Werbung machen und danach können die Leute mir entsprechende Fragen stellen. Es gibt so 2, 3 Sachen, die bei einer Mastermind sehr wichtig sind und die man unbedingt berücksichtigen sollte. Die haue ich dir jetzt noch raus. Also erstens, man sollte offen sein. Offen und ehrlich. Eine Mastermind lebt davon, dass jeder offen und ehrlich und wertschätzend auch von seinen Problemen erzählt. Und das ist nicht für jeden einfach. Ich habe in meiner Mastermind Leute gehabt, die gesagt haben, boah Leute, ich weiß gar nicht, was los ist. Der Monat, der ist so viel schlechter als der letzte. Oder meine Frau macht mir gerade die Hölle heiß, weil ich den ganzen Tag nur am Arbeiten bin. Diese Dinge teilst du dann auch mit deiner Mastermind. Du hast wie eine business-psychologisch-therapeutische Expertengruppe, die dir bei diesen Dingen helfen kann. Es bringt dir auch nichts, Schönmalerei zu machen. Also, ich bin der Größte, ich bin der Beste. Hier, hör mal, da ruft hier gerade jemand an.
mitten in der Podcast. Ich mache das mal eben leiser. So ist das live. Ich könnte die jetzt dazu schalten, aber das nachher weiß ich nicht, was die Person dann sagt, ne? Je nachdem, wie man so dran hat. Also Probleme auf den Tisch zu bringen, nicht Schönmalerei zu betreiben, sondern offen und ehrlich wirklich das zu sagen und auch konstruktiv zu sein. Klassiker, den wir bei uns in der Mastermind haben, ist zum Beispiel jemand, der sagt, hör mal Felix, hier meine Landingpage, gib doch mal Feedback alle. Dann reden wir über die Landingpage und er sagt, die ist scheiße, die finde ich richtig hässlich, das ist eine richtige Schrottseite. Dann ist das keine konstruktive Kritik. Also das sind so Sachen, die du bei einer Mastermind berücksichtigen musst. Und ich kann jedem nur empfehlen, das ist ein Boost für dein Business. Du hast Leute in einem ähnlichen Umfeld, die daran arbeiten, dich zu unterstützen. Du hast mehr als nur einen einzigen Berater, sondern du hast viele Leute, die dir helfen, denen du helfen kannst. Und es erzeugt so ein krasses Zusammengehörigkeitsgefühl. Also wir treffen uns dann auch in der realen Welt mal zusammen. Wir trinken dann auch ein Bier, ein Wasser oder einen Sojaschai-Latte zusammen, was auch immer. Aber genau diese Sachen führen nachher dazu, dass du mit deinem Business auch wachsen kannst. Mich würde mal interessieren, ob du in einer Mastermind bist, ob du das Tool der Mastermind überhaupt schon kanntest und wenn ja, wie du bisher damit umgegangen bist. Würde mich total freuen. In dem Sinne, schön, dass du dabei warst, schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Onkel Schmunzel und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis bald. Ciao, ciao.